Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Der Streit mit meiner Schwiegermutter. Also, wir haben uns vor kurzem gestritten, weil, wie soll ich das erklären? Ich muss immer ausholen. Meine Schwiegermutter ist eine Sammlerin, wie die meisten ägyptischen Schwiegermütter. Die gucken dann, was man noch gebrauchen kann, was, ja. Was im Müll gelandet ist, wo wir haben ja hier so eine Müllverbrennungsanlage, das ist Anlage. Hier wird leider der Müll verbrannt, immer Fisch Recycling gibt es nicht. Es gibt auch, also die Regierung holt keinen Müll ab, die Leute tun das dann neben ihrem Haus alles verbrennen. So viel zum Thema Umweltschutz. Müssen wir aber auch machen. Was willst du mit Müll machen? Ja, und dann tun wir eben die Sachen, dann kontrolliert die auch manchmal hier. Das ist eine Krankheit, also das machen so viele. Auch, irgendwelche Dosen, die Thunfischdosen zum Beispiel, die aufgeschlitzten, ne, tut man ja dann, also die aufgerissenen, manche haben keinen Öffner da, werden dann aufgeschnitten mit dem Messer. Selbst das braucht sie und tut die dann den kleinen Küken zum Wasser geben, weißt du, die benutzt alles. Ich finde es ja nicht schlecht, man tut alles wiederverwerten. Ja, aber gut, dann nimmt sie auch Dinge, wo sie denkt, dass ich die nicht mehr brauche, wie zum Beispiel ein Vorhang, den habe ich im Sommer als Schattenplatz für meine Schafe benutzt. Und natürlich im Winter habe ich den jetzt so, saß ein bisschen verdreckt, unterm Balkon so deponiert. Für sie sah das aus wie Müll. Als ich dann im Urlaub war, hat sie sich den einfach genommen, gewaschen und den benutzt sie jetzt. Da war ich natürlich, wusste ich nicht. Und sowas nervt mich. Also wenn ich dann Dinge sehe, die mir gehören, und die ich dann wiederfinde in ihrem Haus. Und dann muss ich ihr das ganz klar sagen, sei mal nicht böse. Es ist meinem Mann peinlich, weil sie ist natürlich in der Schuld, sie hat einen Fehler gemacht, aber ich soll ihr das ja nicht so scharf sagen, weil ich meine Stimme dann immer so, du, das ist jetzt nicht okay, ich fühle mich beklaut und es ist nicht, im Endeffekt ist es nicht klauen, weil in der islamischen, Fa in der ägyptischen Familie ist es so, uns gehört alles zusammen. Also sie würde auch, wenn ich ihr das ganze Haus wegnehmen würde, ich gehe in ihr Haus und nehme ihr das Kissen weg, die Bettdecke weg, sie würde nichts sagen. Das ist, sie ist eine herzensgute Frau. Ich bin halt so mehr der schlechte Mensch da und werde dann voll sauer und sehe das nicht ein, dass ich meine Dinge immer teilen muss. Also da muss ich auch noch lernen, das muss ich einfach abstellen und da bin ich deutsch, ne? Also das wollte ich euch mal sagen. Also da kommen oft die Fronten, ballen da auf oder knallen da aufeinander, Deutsch und Ägyptisch. Also ich habe da dann, verstehe ich das nicht und fühle mich dann, als ob die denkt, ich bin dumm, die nimmt da meine Sachen, benutzt die und gibt die mir nie wieder. Oder Dinge ausleihen gibt es auch. Wenn sie irgendwas brauchen, dann monatelang bleibt es dann, wird es dann benutzt. Und bis ich dann sage, du, ich hätte es jetzt gern wieder, dann kriegst du es natürlich, aber wird halt auch. Wie soll ich sagen? Also es ist eine ganz andere Mentalität. Du musst es einfach akzeptieren. Also ich muss es akzeptieren im Dorf. Was ihnen gehört, gehört mir. Was mir gehört, gehört ihnen. So ist das. Mittlerweile haben die das ein bisschen auch verstanden. Also meine Schwägerinnen, die wissen, wenn sie jetzt einen Besen ausleihen, weil eine Freundin da ist, die will mitkehren, dann bringen die den auch gleich wieder. Das wissen die. Die Oma aber nicht, meine Schwiegermutter. Wie gesagt, da waren wir ein bisschen. Es ist auch kein Streit in dem Sinne, sondern eher von mir, also ich reg mich da auf. Die ist total ruhig dann immer und sagt, ja, ich dachte, du hast es gesehen, es ist für dich in Ordnung, weil sie hatte diesen Vorhang vor mir im Waschzuber da gewaschen und ich hatte das aber nicht gesehen. Ich dachte, die wäscht da irgendwas anderes. Ich gucke ja nicht ganz genau, was sie da wäscht. Und die dachte, das ist in Ordnung. Aber für uns ist es halt nicht in Ordnung. Wenn du irgendwas nimmst, sag kurz Bescheid oder frag, kann ich das haben? Und mein Mann fand es dann natürlich auch immer, wie redest du mit ihr, das ist nicht gut, die alte Frau, die Arme, und ich schäme mich, das ist meine Mutter, bitte red nicht so mit ihr, das ist nicht okay. Jetzt hat er gesagt, halas, halas, dann habe ich meinen Mann gestritten, was mischst du dich jetzt da ein, das ist eine Geschichte zwischen mir und deiner Mutter, da musst du dich nicht einmischen, wenn dir das Thema nicht gefällt, verlass das Haus, das ist ein Gespräch unter Frauen, musst du nicht immer deine Nase reinstecken. Ja, dann haben die Schwägerinnen mir recht gegeben, ja, sag, sag, ja. Brauchst dich nicht einmischen. Wir reden, wir klären das, wir streiten nicht. Die kennen mich schon. Ich bin halt ein impulsiver Typ, also dominant und habe auch eine laute Stimme, wenn ich mich aufreg. Aber im Endeffekt habe ich ihr gesagt,
Ich will es einfach nur klären, weil ich jetzt gerade was gesehen habe, was mich aufregt und ich kann das nicht in mich reinfressen. Die ganze Nacht, den ganzen Tag, nächsten Tag, dann werde ich immer noch, ich muss es rauslassen. Und die wissen das, jetzt habe ich es rausgelassen, fertig. Das End vom Lied war, als ich dann nach Hause kam, habe ich mit meinem Mann weiter gestritten. Das war das Beste. Ja, wie redest du mit meiner Mutter? Ich kann doch nicht, das geht nicht, die tut mir leid, du weißt, sie ist nicht zum Ändern. Und natürlich, die ägyptischen Männer nehmen immer die Mama in Schutz. Obwohl sie einen Fehler gemacht hat, obwohl sie schuld ist. Aber im Islam ist es so, unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies. Also er tut seine Mutter wirklich verehren, macht alles für sie. Er hat sogar mal gesagt, wenn sie auf den Boden kotzen würde, er würde ihr trotzdem noch den Mund küssen. Er liebt seine Mutter über alles und das finde ich schön. Also ich habe mal gelernt und gesehen, suche dir einen Mann aus, der seine Mutter am besten behandelt, weil so wird er dich später auch behandeln. Also so oft es mich nervt, dass mein Mann seine Mutter immer so alles ja so in den Himmel hochhebt, umso mehr freue ich mich, weil ist eigentlich ein gutes Zeichen und es ist schön. Wie viele Männer ja, geben der Mutter einen Fuß in Popo, in Arsch, ne, und sagen hier, also das hat was Gutes und natürlich, ich muss mich da einfach ändern. Ich bin da mit meinen Sachen, ich bin da schuld, das weiß ich auch ganz genau. Und wie gesagt, wollte ich euch mal teilen, hier meine Erfahrung mit meiner Schwiegermutter, vielleicht habt ihr ähnliche. Das ist wieder typisch ägyptisch. Unsere Sachen, meine Sachen, eure Sachen, unsere Sachen. Ja, alle Sachen gehören uns. Yalla, Masalema, bye bye.